Vergiss nicht, dass ich immer noch dein Vorgesetzter bin. Und ach so. Kleiner Scherz oder nicht? Brücke. Alter. Kamen lauter blaue Waffen raus. Ja, pass mal auf, ich bin mal ganz kurz auf die Toilette. Ja, ich bin verkaufen. Ist das Ding an? Test, Test. Hey, Kammerjäger, wir haben eine Gelegenheit für dich. Das willst du nicht verpassen. Alter, wie oft kommt denn das eigentlich? Das willst du nicht verpassen. Ja, du ja. Waffen für jeden Geschmack bei Marcus Munitions. Egal, was ich einkaufe, ich finde garantiert einen Käufer. So. Jetzt geht eine Feinde umbringen. Du, 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 du. So, jetzt packe ich noch den Scheiß hier rein. Schon eine geile Waffe hier. Oh, bestimmt eine geile Waffe. Auch eine geile Waffe. Und das war's. Die packe ich auch da rein. Nice. Okay. Ja, dann gehe ich aber jetzt mal. Hier hat man eine Quest. Ich höre die mir mal kurz an. Kannst du kurz warten? Wir sollen irgendwas machst? Die hier killen gehen. Okay, das ist so. Töte Captain Frank und Slot. Keine Ahnung. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Wo sind die? Wieder so ein Tötungsauftrag. Alter! Alter! Hör mal auf rumzufurzen. Du! Der ekelhaft. Ich furze nie. Furzfrei seit 2007. Ja, hat es mit Botox weggemacht. Hier ist zwar auch eine Quest, aber ich glaube, das ist auch wieder dasselbe. Hallo Maxi! Was darf's denn sein? Ach, alles, du geiles Stück, du. Penn and Teller, jetzt hab ich's wieder. Was? Penn and Teller. Oh, hi. Was für ein Teller? Penn and Teller, die zwei, die wir zuletzt erschossen haben. Ja. Die hießen ja Pain and Terror. Ja. Und die waren aber gemodelt nach Penn and Teller. Das ist ein Zauberer-Team. Ah, okay. Jäger des verlorenen Steins. Eine weitere Klettfristmission wartet auf dich. Von einem Wissenschaftler namens Miles Brown auf Eden 6. Ich habe das ganze wissenschaftliche Geschwafel nicht verstanden. Aber klingt, als bräuchte er deine Hilfe bei Steinen. Aufregend! Okay. Voll aufregend. Naja, gut. Die Nebenmissionen klingen wieder sehr nicht aufregend. Also gehe ich mal hoch und erstatte Lilith Bericht. Die wird sich natürlich in den Arsch beißen, dass
Tennis jetzt natürlich eine ja, Sirene ist und sie jetzt ein Mensch. Noch immer. Aber vielleicht kriegt sie am Schluss ihre Kräfte zurück. Mal gucken. Mal, ne? Ja. Der Kammerjäger ist hier. Carnivora. Sowas habe ich noch nie gesehen. Na toll. Jetzt ist Tennis eine Sirene? Nur Spaß. Kein Spaß. Hey Killer. Danke, dass du Tennis gerettet hast. Offenbar kann ich immer auf dich zählen, was auch passiert. Ich wollte es dir sagen, aber heutzutage hat man als Sirene eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wir sollten uns um die gegenwärtige Situation kümmern. Auch wenn der Kammerjäger den Spendenaufruf der Kalypsis verhindert hat, haben sie bereits enorme Mengen an Iridium gesammelt. Sie werden es für etwas benutzen. Vielleicht zum Öffnen der großen Kammer. Tennis, soll das heißen, dass es die große Kammer wirklich gibt? Ja, ich bin ganz beim Kammerjäger. Was? Ich beziehe mich lediglich auf die vorliegenden Beweise. Lilith, wenn es die große Kammer gibt, muss im Inneren eine sehr mächtige Kreatur sein. Die Kalypsos sind bereits Monster. Ich will nicht erleben, was geschieht, wenn sie diese Art von Macht stehlen. Als sie mich gefangen nahmen, brachten sie mich in eine Festung, in der sie ihre Iridiumspenden sammeln. Was immer ihr Plan auch beinhaltet, es wird dort passieren. Dann wird das unser Ziel, Killer. Begib dich zu Rolands Grab und sag Warn, er soll die Raiders zusammentrommeln. Wir bringen das jetzt zu Ende. Oh, das hört sich nach letzter Mission an. Nach was? Nach letzter Mission. Was? Wir bringen das jetzt zu Ende. Wie war's, Alter? Weißt du, wie lange wir schon das Spiel spielen? Aber wieso haben wir denn das hier, den goldenen Schlüssel, noch nicht? Weil das Vorbestellerbonus ist. Keine Ahnung. Oder Endgame. Scheiß auf Endgame. Ja. Will die Kiste. So, also. Wo sollen wir jetzt hin? Lass mal gucken. Wo müssen wir hin? Ah, nicht auf Pandora ist die, oder? Hä? Achso? Okay. Ist zur Unterstützung. Wie? Hä? Genau auf Eden. Hä? Hä? Was ist das für Leute hier? Was macht denn der? Ja. Ich will hier raus! Okay. Hast du die hier reingeschleppt? Nee. Okay. Orbit. Wir müssen tatsächlich wieder auf Pandora. Und wieder nach Devil's Razor. Ja. Okay, nice. Na dann los. Mhm. Ja, wenn's gehen würde. Mach mal. Iggy. Geht doch nicht. So Iggy, Ducky, Ducky. Warum geht denn das nicht? That's it. Devil's Razor. Warte mal, ist Mel noch im Internet? Nein. Jetzt wissen wir, woran es liegt. Ach, Digga. Das hat damit nichts zu tun. Das war schon davor und da war sie noch im Internet. Komm jetzt, wir müssen denen helfen. Ja, ich muss erst verkaufen. Willst du mich jetzt verarschen? Warum hast du es versucht? Was? Tarin, schick Raiden. Ich salbe dich,
Schimmelkiste! Oh! Iridium, scheiße, ja! Geh hin und vernichte, mein Gladiator, dein zukünftiger Gott befiehlt es! Was zur Hölle? Es ist ein Leuchtender! Achtung! Alter! Dein Badass Enforce kaputt. Ich hab hier gerade einen ganz komischen kaputt gemacht. Oh! Halt's mal. Da hat's grad. Okay, das war Katsching! Rolands Grab ist sicher. Wird auch Zeit, dass wir mal gewinnen. Schau wieder eine Pistole. Eieiei. Alter, kranker Shit. Kranker Shit, bitte. Ich verkauf kurz. Was machst du jetzt für einen Krach? Das ist meine neue Karre, die ich gerade bekommen hab. Warum kriegst du eigentlich immer die guten Sachen? Weiß nicht. Weil ich halt auch hochgegradet habe. Guck mal mein Leben an, ist nicht mehr so hoch. Hast du gesehen? Ja. Dafür finde ich die Sachen. Ich büße quasi, aber ich habe mehr Chancen auf legendäre Sachen. Mhm. Was ist denn? Ach so. Ich gehe da mal hoch. Wo hoch? Naja, zu dem, wo wir hin müssen. Unsere Quest! Kammerjäger, komm zu mir! Hä, hey, hier ist der Dingens, Was? Wer? Alles klar. Hast du ein Ding? Schlaganfall wieder? Digga, wir müssen hier zum Verhall. Kommst du? Ich verkaufe gerade. Okay. Du hast etwas Geld. Gib davon etwas aus. Ach, die Pistole hat jeder bekommen. Ja? Ist sie auch bekommen? Ja. Ich rede mal mit dem. Hey, ich habe gehört, dass wir einen Angriff auf die Festung der Kalypso starten. Endlich! Ich bin dabei, Bro! Ich hab die Schnauze voll davon, nur ein Spielball der Kalypsos zu sein. Blutfeder! Okay. Hört mich an, Bros und Brosinen. Das ist unser Moment. Wir werden die Tore der Kalypsos stürmen und diesen Posern zeigen, was passiert, wenn man sich mit diesen Crimson Raiders anlegt. Okay. Crimson Raiders, in die Bruchstelle! Zur Kathedrale! Vorwärts, meine Crimson Armee! Vorwärts! Was redet der? Ja, los, wir sollen jetzt angreifen. Was redet der? Was redest du? Was redet der? Was redest du? Was redet dem Mann? Mach jetzt, komm. Bin schon im Fahrzeug, tschüss! Ja, Alter, stress doch ist jetzt so. Ja, Digga! Kommst du jetzt oder schläfst du ein? Wo schläfst du ein? Muss mal gucken, wo geht's denn lang? Uns an. Echt jetzt? Fress Geschütze, ihr Arschwaffeln! Hier vor! Ach, Kacke. Ich hab mich schon gefragt, wo die hin sind. Bis später, Crimson Verräter! Oh Gott! Oha! Lauf weg! Ja, toll! Ja, lauf weg! Oh. Scheiß Penner, wie machen wir die jetzt kaputt? Was ist das für ein Ausrufungszeichen? Was für ein Ausrufungszeichen?
Fahr jetzt lieber ins Versteck, los. Nicht da lang! Nicht da lang! Fahr weg, sofort! Wieso? Weil nicht dahin! Alter, du kriegst auch gar nichts mit. Alter, wo fährst du denn hin? Ich weiß es doch nicht. Warum? Du hast eine scheiß Minimap, Alter. Warum guckst du nicht auf die Minimap? Weil ich dir Feinde hab. Und du. Fahr doch wieder zurück. Einfach wieder zurück. Okay, ich fahr einfach wieder zurück. Ja. Steht doch dran, Alter. Ganz fett. Zieh dich zu Rolands Grab zurück. Da ist Rolands Grab. Was machst du denn jetzt für einen Krach? Das ist meine neue Waffe. Wir können die Festung der Kalypsos nicht erreichen, solange diese Geschütze aktiv sind. Ich kann sie vielleicht per Phasenverschiebung ausschalten, aber dafür brauche ich meinen Iridium-Verstärker. Er ist in einem Geheimlabor unter einer alten Dahlmine in der Nähe. Wong zeigt dir den Weg. Ah, ja, also dann zeig mir den Weg. Okay, das ist scheiße gelaufen. Aber solange du überlebt hast, haben wir noch Hoffnung, Bro. Also, das ist ein bisschen komisch. Ein Geist in meinem Kopf hat mir gesagt, du bräuchtest Hilfe dabei, in die alte Dahlmine zu gelangen. Ich helfe dir. Eine Sekunde. Danke. Cardio leben! Was? Wirkt mein Hintern aus deiner Sicht fett? Wo läuft der denn hin? Fast geschafft! Lauf ihn einfach hinterher. Lauf seinem Stahlhintern hinterher. Oh, Alter. Was denn? Ich wusste ich schon immer, dass du hier drin stehst. Was will der? Hä? Was will der? Wir wollen da lang. Wie siehst denn du aus? Bitte sehr. Gute Jagd. Mein Geheimlabor wartet. Geh jetzt dorthin. Sieht doch gut aus. Ja, voll. Guck mal. Sieht das nicht gut aus? Mhm. Also ich finde, es sieht gut aus. Kannst du jetzt bitte aufhören? Waren wir da nicht schon? Ich weiß es nicht. Als sich meine Sirenenkräfte zum ersten Mal manifestierten, wusste ich, dass ich einen geheimen Bereich bräuchte, in dem ich mit ihnen experimentieren könnte. Einen auf Iridium basierenden Verstärker für jeden sichtbar zu benutzen, würde unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wir. Diese verlassene Dahlmine war das perfekte Versteck. Na, da kommst du nicht rein. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, Hufe zu schwingen. Hast du Hufe? Die meisten Leute sind ehrlich gesagt nur eine sinnlose Ansammlung von Formen und Farben für mich. Als meine Kräfte zum ersten Mal erwachten, war es, als würde die Elektrizität einer ganzen Stadt durch meinen Körper strömen. Ich legte meine Hand auf eine Waschmaschine, um mich festzuhalten, und sie ist direkt explodiert. Wochen später haben wir noch einzelne Socken gefunden. Mir war klar, dass ich diese neuen Kräfte nicht kontrollieren konnte, also musste ich einen Ort finden, wo ich niemandem Schaden zufügen würde. Okay. Danke für dein Follow und willkommen im Stealth Game. Was? Im Stealth Game Team. Team. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Ja, ich habe hier eine Höhle gefunden. Wollte mal checken, was in dieser Höhle abgeht. Ich spüre die Kraft. Und? Ah, sind ein bisschen ungeziefer. Das ist einfach nur genial. Aber. Mittelmäßig. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Abend. Ah, zocke das Game auch gerade. Ah, okay. Wir machen hier gerade noch ersten Durchlauf. Ui, ich bin da runtergerutscht. Ja, aber ich glaube, wir müssen hier sowieso nicht lang. Aber irgendwas werden wir doch hier finden, oder? Ich glaube nicht, weil ich glaube. Obwohl. Ja, komm, gehen wir mal weiter. Könnte schon sein, dass hier irgendwas ist.
Aber es kann auch sein, dass wir nachher nochmal dorthin müssen. Ja. Kann sein, dass wir dahin müssen. Müssen. Wir müssen dorthin. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir hier hin müssen. Müssen wir? Weil da ist ein gesprengten Teil. Ja. Ich glaube auch, dass wir dahin müssen. Weil normalerweise muss ich hier nicht drüber klettern. Oh. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. Ja, bin ich. Also. Ja. Was meinst du? Da geht's nachher lang. Da geht's nachher lang. Nicht gehabt haben, gell? Nee. Hey Patrick, schön, dass du eingeschaltet hast. Hallihallo. Alles fresh, ja. Ja, ich muss mir die ganze Zeit anhören. Ich hab eine goldene Waffe, Karma, und ich muss nicht nachladen. Ja, genau. Ungefähr so. Echt Spaß, so zu spielen. Ja, es macht auch Spaß. Aber ich hab dir ja gesagt, Karma. Es ist einfach Karma. Es ist die Rache dafür, dass du mich so bis aufs Blut geärgert hast. Was? Bei was denn? Alleine diese dumme Aussage ist schon... Da staut sich schon wieder mein Blut. So eine dumme Aussage. Was? Bei was denn? Ja, bei was? Immer auf Fässer schießen, wenn ich nebendran stehe. Ja. Die Feinde, Digga, die Feinde. Ja, es sind immer nur die Feinde bei dir. Ich hab gar nichts gemacht. Sowas muss ich mir die ganze Zeit anhören, als ob ich immer nur schuld bin. Mal die neue Waffe. Schon geil, oder? Boah, die macht ja bösen Schaden. Boah. Aua. Okay. Was, ich kann froh sein, dass er noch mit mir mitspielt. Ist okay. Also, du hast jemand auf deiner Seite. Hast jemand auf deine Seite gekriegt. Ich kann froh sein. Du, ganz ehrlich. Siehste. Also. Dieser Weg ist auch blockiert. Ich schätze, es ist meine Aufgabe, dir den Weg zu weisen. Kannst froh sein. Du musst eine Möglichkeit finden, diese Transporttore zu öffnen. Kannst ja gerne mit Dingen hier mit Patrick spielen. Mal gucken, ob er dann so viel Spaß hat. Mich mal echt interessieren. Und ich gucke euch zu. Was ist mit dir los? Ja, was ist mit dir los? Warum bist du denn jetzt so? Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Ich war so nah dran. Ich kann sie nicht wiedersehen, bis... Als Knacker Musik für die Müllleute. Okay. Ja, ja. Aber nur für die Müllleute. Wir töten keine Unschuldigen. Stirb, kleiner Mann! Ich geh nirgendwo hin. Und ich krieg früher oder später die Kontrolle. Oh, stimmt. Lilith lobt dich immer, oder? Sekunden. Gut gemacht. Ja, das genügt vollkommen. Überlegst du dir das besser? Guck, 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 guck. War das ein Feind gerade? Ja. Ich habe genau in dem richtigen Augenblick zu dir rübergeschaut, wo du schön drauf geschossen hast, du feiges, falsches 34er, Alter. Da hinten ist noch was, Zocki. Der 38er. Hier ist eine Waffenkiste. Der 39er. Da war auch ein Feind gerade, gell? Ja. Blöder Sack. Sieht blendend aus. Mhm. Wie findest du eigentlich meinen neuen Helm? Hässlich, Alter. Siehst aus wie so ein Star Trooper. Ja. Für Arme. Ach, für Arme. Ja. Ich kann diese Drache
Was los? Alter. Entschuldigung. Jo. Mission abgeschlossen. Ja, wieso bin ich noch unter Feuer? Ja, es ist ja nur Mission abgeschlossen, Level Aufstieg. Nur ein Level. Ich weiß nicht, von wem ich unter Feuer bin. Hä, hey, was denn? Ich bin tot. Da oben ist einer. Ich schnell. Oh, Kacke. Wie bist du denn da hochgekommen? Da hinten ist einer. Der hat auf dich geschossen. Digga, hol mich jetzt. Ich bin doch schon auf dem Weg. Beruhig dich. Ich flicke dich zusammen. Renn doch nicht weg. Danke. Also, wie oft ich dich jetzt heute schon hochgeholt habe, ist... Ja, so. Du weißt ganz genau, warum. Warum denn? Nein, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt doch. Nicht mehr. Nein, jetzt nicht doch. Mehr. Digga, jetzt ganz sicher nicht mehr. Es ist alles grün. So wie dein Loot. Weißt du, sowas muss ich mir die ganze Zeit anhören. Oh, du armer, armer Junge. Hey, wo müssen wir hin? Ach, da oben. Ja, das habe ich schon gesehen, deswegen habe ich einen kleinen Bogen gelaufen. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Hör mal, das Problem ist doch, Zocki. Ja. Du gönnst mir einfach keine guten Waffen. Natürlich gönn ich dir gute Waffen. Ah, die gute alte Zeit, als ich eine ehrgeizige Forscherin war. Angetrieben allein durch grenzenlose Kreativität. Und nicht eingeschränkt durch archaische Konzepte wie Ethik. Okay. Ah, machst du hier einen Laden? Kannst deine ganzen grünen Sachen verkaufen? Hey, du liebst. Glaub mir, glaub mir. Brandschaden. Nahkampf. Oh, das ist nicht so gut. Immer gerne, Kammerjäger. Alles verkauft, was? Scheiß drauf. Weiter geht's. Level 37. Ja. Oh, du hast gerade einen schweren Fehler gemacht. Kaboom, Baby. Meine Belohnung. Meine Belohnung. Alter, diese Techniker, die sind schon heftig. Badass Enforcer auch. Hä? Hab ich doch schon erledigt. Ja, ich hab mit drauf geschossen. Ohne nachzuladen. Ohne nachzuladen. Okay, ich höre jetzt auf. Der Witz ist jetzt auch langsam durchgenudelt. Schau mal, Zocki. Hm? Komm her. Nee, nee. Diese Kraft entfesseln. Nee, nee. Nein, nein. Komm her. Was? Ah, hast jetzt auch endlich eine gekriegt. Oh, Vorsicht! Aber eine Shotgun. Okay, nicht schlecht. Aua. Ist auch so ein Dauerfeuer hier so durchrennen. Ist auch viel zu einfach jetzt. Oha. Aber die machen schon gut. Oh, oh, ein Stern auf dieser... Maul. Jetzt freu dich doch auch für mich.
Ja, ich freue mich doch für dich. Ja, du kriegst doch genauso. Alter, grün. Oh, schon wieder eine Pistole. Alter. Was? 1194 ja. mal 3. Was ist das für eine Waffe, bitte? Okay. Alles klar. Ich freue mich für dich. Ja, Mann. Das ist echt nett. Alter, was ist das für eine Waffe? Also, es ist die gleiche Waffe, nur jetzt nicht mit Elektroschaden, sondern mit Explosionsschaden. Lol. Ich gehört. Was ist es? Hier ist eine Waffenkiste. Das ist der gleiche Revolver, den wir schon haben mit diesen Gift-Dreierkugeln, nur dass das jetzt Explosion ist. Okay. Alter, ich hab jetzt ohne Scheiß. Ja. 4 grüne. Ja, ich auch. Also 4 habe ich nicht, ich hab so 2 weiße und 3 grüne gehabt. Digga, ich hab auch nicht die ganze Zeit nur Gold. Scheiße, jetzt hab ich. Aber welche ist jetzt eigentlich stärker? Die mit Explosion natürlich, ne? Die ist natürlich stärker, klar. Die ist schon stärker, aber die schießt halt langsamer, oder? Ja, aber ich nehme natürlich wieder diese Waffe, die unendlich. Da, 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 da. Das ist einfach so geil. Wie viel Moon die hat. Einfach unendlich. Zocki, der Cheater. Das hat nichts mit Cheaten zu tun. Ja, siehste? Du hast genauso eine Waffe, halt's Maul. Das ist auch eine Waffe, die unendlich schießt. Wer hat es gesagt mit dem Cheater? Ascension. Ja, siehst du, da hat er recht. Nee, hab ich nicht. Nee, hat er nicht. Weil das ist ein Spielelement. Das ist eine Waffe. Eine legendäre Waffe, die man sich hart erspielen kann. Aua. Alter, der hat mich umgenutzt. Bin wieder da. Lass uns das schnell machen, okay? Wo seid ihr? Hä, das bist du. Ja, natürlich bin ich das. Waffenkiste? 4 grün. Ja. Du hast doch gute Waffen gekriegt jetzt. Warum? Wie viele Waffen willst du noch? Ja, aber du hast jetzt 3-mal Gold. Karma, Digga, Karma. Karma, Digga, Karma. Ich kann das Wort Karma nicht mehr hören. Alles klar, André. Schlaf gut. Schlaf gut. Gute Nacht. Aua. Hä, wo sind die? Wie? Ich hab sie doch gerade alle erledigt. Nee, oben sind noch welche. Kleine Pisser. Kleine Pisser sind. Fuck. Bin runtergefallen. Ja, muss halt die Leiter wieder nach oben klettern. Ja, aber ich nehme das Geld noch mit. Ja, aber die sind noch weiter oben. Lol. Ja. Ja, aber es gibt keinen weiteren Weg nach oben. Doch, auf dem Dach, oder? Wie kommt man da hoch? Wahrscheinlich außenrum, kann das sein? Dort, wo wir waren? Macht gar keinen Sinn. Ey, ist egal. Wir wieder runter und rein. Wir müssen... Ah, hier entlang. Wo? Ja, ja. Hä, wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Weg. Nach unten bin ich. Spring nach unten. Mit dem Fahrstuhl fahren, komm. Ja, warte, hier ist noch was. Komm, Junge, komm. Fahrstuhl fahren. Na gut. Kuckuck. Hallo. Ja, fahr doch mit dem Fahrstuhl jetzt. Das geht ja hoch. Klar. Die Ketzer gehen gleich in die Oh! Alter,
da mit meiner... Überquere die Hochbrücke. Wir müssen meinen Iridiumverstärker finden, wie, um ein Schuss. Hast du gesehen, wie ich den einfach weggemacht habe? Ja. Wird auch endlich mal Zeit, dass ich hier nicht immer alleine aufräumen muss. Willst du nicht aufs Klo gehen? Nee. Ich will nur die lilane Shotgun einpacken vom Klo. Ich hab's grüne eingepackt. Und wieder alles grün? Ja, ja. Nur eine. Eine Waffe und die ist grün, grün wie der Enzian. Meine war weiß. Grün, grün, grün wie der Enzian. Weiß. Das ist nicht grün wie der Enzian. Wie denn dann? Hier ist noch eine Waffenkiste. Schöner Ausguck. Ah, super. Ich weiß, du hast Gold. Ja. Ich vermisse den Nervenkitzel der Jagd. Als wir gegen das höchste Gebot entflohenen und Söldner nachgehetzt sind. Das Aufspüren, das Anpirschen. Wir waren gute Beutejäger. Jaulender Wahnsinn im Mittagsmond. Doppelt gut gemacht. Mein Labor ist nicht mehr weit. Wie meine Professoren zu sagen pflegten, du machst Fortschritte und jetzt leg den Schneidbrenner weg. Okay. Jeder hat seinen Preis. Hey, musst du alles immer nochmal sagen? Unterstützt Lenin in deiner. Jetzt habe ich mir gerade auf die Zunge gebissen, wirklich, und dann machst du's. Du kommst wieder. Sack du, Blöder, du. Ich hab die Lösung. Alter, was ist das? Ist das eine Kirche oder was ist das? Irgendwas ähnliches. Aber doch keine. Ich sehe da vorne eine Waffenkiste. Hol dir dein goldenes Zeug und deine unendlich schießende Cheater-Waffe. Du hast doch die auch, Alter. Hast du gerade vorher bewiesen, dass du sie auch hast. Ich hab ne Shotgun. Ja, die unendlich schießt. Nee. Was dann? Die schießt nur bis zum gewissen Punkt unendlich. Echt? Bis ich aufhöre, die Taste zu drücken. Ja, also. Dann doch unendlich. Oh nein. Hier ist wieder alles voll mit diesen komischen Viechern. Oh nee. Mal, die Sniper ist echt nicht mehr so gut. Ich bräuchte eine neue Sniper. Also eine goldene. Wollte dir eine geben. Ja, aber die war ja. Ja. Die war nicht Gold. Der muss viel mehr trainieren. Alter, machen wir die Fluttermans kaputt hier. Hier. Ungeziefer. Wann sind wir denn jetzt endlich bei ihrem Scheißlabor, Alter? Braucht ja 300 Jahre bis dorthin. Hüte dich vor dem Manwag. Töte den Manwag für mich. Mehr. Lass uns den Menwag töten. Oh, schnell, bevor er sich puppt. Oh, nee. Ah, okay, doch, wir haben ihn. Nee, wir haben ihn nicht. Alter. Wie oft? Nein, er verpuppt sich. Mann, kaputt. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er wieder... Hä?
Das war meine Granate. Das ist also das Ende der Schreckensherrschaft des Manworks. Oh! Also, das ist eine geile. Ja, bei dir wieder 1000 Sachen. Oh, eine Shotgun, Masti. Ja. 444 mal 3. Legendär. Leg mal raus. Moment. Warte. Wie hieß sie? Hab sie. Hast du ein Ausrufezeichen, wenn du was Neues drin hast? Ausrufungszeichen. Nein! Das heißt noch immer Ausrufezeichen. Nein! Das heißt einfach Ausrufezeichen. Ah, jetzt! Oh, Ausrufe! Jetzt kann ich schon nicht mehr sagen, Alter, weil du mich so durcheinander bringst mit deinem Ausrufungszeichen. Wer sagt denn sowas? Okay. Ah, hast du in der Schule nicht gelernt, oder was? Ja, hast du in der Schule nicht gelernt. Ausrufezeichen. Schau dir das mal an. Hast du das an? Also bei mir ist jetzt ein Ausrufungszeichen dran. Hab ich schon. Ja, dann nimm's und verkauf's. Na, das gibt einen Dollar. Was soll ich denn damit? Das nimmt nur einen Platz weg. Der Olli geht ins Bett. Hast du das schon gesehen? Nee. Nee, nicht der Olli geht ins Bett. Der André, den haben wir doch schon gute Nacht gemacht. So. Ist das Beste, was du zu bieten hast? Warte, wie viele? Wieso sind da so viele? Also Feuer macht denen auf jeden Fall was aus. Ja. Nice. Da oben ist wieder so eine Antenne. Verdammt. Okay, das geht nicht. Ich hab gedacht, ich kann irgendwie so mich hochziehen. Nee. Nee. Kommt man da hoch? Ah, warte. Verdammt. Dann müssen wir anders hoch, Dicke. Du bist fast da. Aber wie alles und jeder auf Pandora scheint der Aufzug zu meinem Labor komplett kaputt zu sein. Du wirst einen anderen Weg nach unten finden müssen. Okay, ja. Eine Waffenkiste. Geil. Na, du kannst nicht so gehen. Geil. Was ist denn? Ich weiß, wie wir runterkommen. Der Eingang zum Labor ist in der großen Höhle. Ich weiß nicht, wie ich es genauer beschreiben soll. Es ist eine Höhle und sie ist groß. Ja, oh wow. Okay. Wie kommen wir aber da hoch? Das wird mich gerade interessieren. Das müssen wir rausfinden. Nee.
Ja. Siehst du, wo ich bin? Mhm. Ja, und jetzt? Siehst du, wie weit ich gekommen bin? Oh, ich bin hier durchgebackt. Ah, doch nicht. Okay. Ja. Scheiße. Was ist? Nee, oder? Hatte ich jetzt auch nicht weitergebracht, ne? Nee. Aber das müssen wir jetzt rausfinden. Vorher gehen wir nicht da runter. Hä, hey, warum nicht? Ja, weil das wichtig ist, das da oben. Was ist da wichtig? Die Antenne. Ja, die gibt halt Erfahrung, aber so wichtig ist sie also auch nicht. Sowas wie ein Doppelsprung wäre nicht schlecht. Gibt's es nicht? Mm-mm. Nein! Aua. Ich bin oben. Was? Bist du nicht? Ihr direkt sagt, bist du nicht. Anstatt sich zu freuen. Ich hab dich gesehen. Ach, du hast mich gesehen? Ja, weil ich gerade zu dir gelaufen bin und dann habe ich dich da unten rumkrebsen gesehen und dann habe ich gesagt, unten nicht. Unten rumkrebsen, ja? Ja. Lass dir doch Flügel wachsen. Das geht nicht. Doch, das muss gehen, sonst wäre das doch nicht da oben. Vielleicht kommt man anders hoch, nicht von innen. Ja, ich weiß. Schau mal. Was? Da kommst. So, wir müssen hier hochkommen. Ja. Oh, warte mal. Ja. Ach, come on jetzt. Hä, hey, warum klettert die da nicht drüber? Ist das wieder scheiße? Digga? Hm? Wo bist du? Draußen. Ich hab's gefunden. Ah. Jetzt spring doch da hoch, warum hält die sich nicht fest? Hä? Okay, ich hab's nicht gefunden. Was ist los? Wie hast du es jetzt hingekriegt? Mach die Antenne aus! Mach doch die Antenne Digga, aus! Digga, komm hoch! Zeig wie hast mir, wie gemacht? Gut du bist! Ah, wie hast du es jetzt gemacht? Ja, komm, zeig mir, wie gut du bist! Ah, wie er sich jetzt freut, Alter! Das zeig mir! Jetzt, Grold, mach doch die Antenne und mach nicht so jetzt dumm rum! Komm jetzt, mach! Ich will sehen, wie gut du bist. Ich will sehen, wie gut du bist. Ja, fast, fast. Bisschen schräger jetzt. Schräg? Ja, ein bisschen nach links. Ja, ja. Und jetzt an der Ecke weg. Ja. Ja, aber trotzdem sind wir jetzt noch nicht ganz oben, oder? Ah, doch, da ist es. Ich bin stolz auf dich. Ja, jetzt lass weitergehen. Und bald wurde es auch mein Traum. Das Krabbenverlies. Da verließen sie ihn. Wieder Scheiße abholen. Zweimal grün. Weiß, du hast Besseres. Immer. Was geht? Was treibst du in einer verlassenen Mine? Okay, schon gut, ja, ich verstehe das. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass wir an etwas arbeiten, und zwar... Ich habe eine tolle Überraschung für dich. Das wird der Hammer. Du wirst es lieben.
Troy, komm schon, wir haben das besprochen. Jedenfalls, die große Kammer ruft. Wir sehen uns, Superfan. Warum gehen wir nochmal da rein? Keine Ahnung. Achso, ja, um die Dinge, die Geschütze auszuschalten. Und ist da was drin? Als wir auf ein paar Ruinen stießen. Die Bots gehen an die Arbeit und piepsen. Ich halte die Augen nach den Racks offen. Leda beginnt im Sand zu graben. Dann blickt sie rauf zum Mond und sagt: Necrotapeo. Als ob sie es schon sehen könnte. Necrotapeo. Ha! Wenn das kein witziger Name ist. Ja, warum schicke ich eigentlich immer Nachrichten? Das ist auch immer so seltsam. Und was? Ja, da steht irgendwie, ich habe an irgendjemanden eine Nachricht gesendet. Pff, was weiß ich. Also im Spiel stand das. Okay. Vom Spiel aus. Mit Spielschrift. Mit Spielschrift? Mhm. Wie Spielgeld. Ja. Oh, da ist Badass. Oh. Sind wir fertig? Das ist eigentlich die Shotgun gut, wo ich dir jetzt gegeben habe, oder nicht? Ich hab sie noch nicht. Sie werden dir den Weg zeigen. Wir hatten eine kurze, heftige Affäre. Die endete, als sich unsere Wege trennten, wie man so schön sagt. Tja, so läuft das. Okay. Streichle jetzt die Lore. Vertrau mir ein. Wen sollen wir streicheln? Die Lore. Ach, halt die Klappe, Kate. Ja. Hast du eine Lore? Ja. Okay. Streichle die Lore. War, Kids, vernichte sie. Wenn diese Viecher in mein Labor gelangen, könnten sie meine kostbare Ausrüstung beschädigen. Oh. Ja, schon wieder, ja? Nervige Viecher. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Meine Ex noch mal. Ja, ist aber nur Ding. Design. Ja, wieso kriegst du goldenes Design und ich nicht? Was? Golden sein. Wenn du genug Kills mit einem Waffenhersteller machst, dann bekommst du Post mit einem Waffe, also geschenkt. Ah, okay. Aber ich will mal kurz gucken. Alles geschenkt, du. Jeder, wie er es verdient. Ein Waffenschmuck. Einen legendären Waffenschmuck habe ich bekommen. Also, wir müssen da rein. Hast du die Dings schon ausgegeben? Fuck. Danke. Die Punkte. Wir unterhalten uns bald mal wieder. Okay, Kammerjäger. Der Eingang ist am Ende des Flurs. Du bist fast da. Hä? Was war das denn? Okay. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Komm jetzt, wir betreten das Labor. Hast du die Lore gedrückt? Ja. Und war es schön? Ja. Hat was Befreiendes da gehabt. Ist er, mein Iridium-Verstärker. Wir müssen ihn zurück zu Rolands Grab bringen. Deaktiviere zunächst diese Kopplungen, um ihn für den Transport vorzubereiten. Ich habe nie jemanden in mein Labor gelassen, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Okay. Und? Was denn? Gold? Willst du mich jetzt eigentlich bei jeder Kiste fragen, was ich habe? Ja, so wie du immer. Ich kann unendlich schießen. Ja? Ich muss wohl... Oh, okay. Na, es war wieder falsch. Es war falsch. Du musst alle vier zum Leuchten bringen. Auf deiner Seite glaube ich auch, oder? Bäb, bäb.
Nee, ich kann bei mir nichts machen. Kannst nicht die Lichter drücken. Alles gesperrt. Muss ich rüberkommen zum Denken oder was? Ja, dann komm mal her. Mach du das mal. Mach dir das schnell. Ja, mach das schnell. Okay, hier kann ich nichts drücken. Ist alles nicht was. Oh, okay. Hier gibt's auch noch eine Mission. Okay. Hast du es hingekriegt? Ja. Keine Ahnung, was ist denn das für eine Technik? Ich weiß nicht, ich glaube, es müssen alle vier leuchten. Vermute ich einfach mal. Aber es leuchten immer nur drei maximal. Kannst du, wenn drei leuchten, drüben was machen? Nee. Du musst immer nur das Grüne drücken. Ja, jetzt hast du richtig. Grün. Grün, nicht rot. Ja, hab ich doch. Manchmal macht das Grüne keinen Ton. Ich glaube, dann war's falsch. Oder auch nicht. Wo geht's denn da lang? Da geht's auch irgendwie runter. Alter. Okay. Egal, komm mal, vielleicht müssen wir erst da lang. Ich hab alle vier. Die waren gerade alle vier kurz an. Du bist ein Lügner, komm jetzt! Schieß muss er doch einfach ab. Immer Gewalt, immer Gewalt! Hervorragend! Senke jetzt den Verstärker. Ich glaube, einer dieser Schalter sollte das übernehmen. Ja, ich weiß welcher. Gut gemacht! Allmählich verstehe ich, wieso Lilith dich immer alles machen lässt. Fürs Erste können wir den Verstärker in Rolands Grab aufbauen. Ich habe Vaughn dieser menschlichen Skulptur aufgetragen, dir beim Transport zu helfen. Er ist unten in der Garage. Hey, Kammerjäger. Also mein Kopfgeist hat mir gesagt, ich soll dir helfen, einen Iridium, was auch immer, zurück zu Rolands Grab zu bringen. Horst wieder. Ich bin noch dabei. Ich warte draußen auf dich. Keine Eile. Ich habe super Musik dabei. Ja, super oh, Musik. Yeah. Digby Vermouth. Ein Klassiker. Komm jetzt. Hier gibt's auch noch etwas zu tun. Hier gibt's auch noch was zu tun. Das ist ein Porträt von Handsome Jack, bevor er zum sadistischen, massenmordenden Boss von Hyperion wurde. Damals war er nur ein Hacker-Ehemann und der werdende Vater der bereits erwähnten Angel. Hinter dem Porträt liegt eine geheime Kammer. Schieb es zur Seite. Keine Angst, der Schalter ist absolut keimfrei. Ich habe ihn nie berührt, zumindest nicht mit den Händen. Okay. Ja, komm, drück ihn. Ich habe da keinen Bock drauf. Unsere Funde aus den Kammern lassen mich glauben, dass Sirenen Erinnerungen in physischen Objekten speichern können. Vielleicht sogar unterbewusst. Ich habe ein Kinderspielzeug von Angel geborgen. Fang damit an. Was machen die da? Einem trakianischen Plüsch-Tetrabären. So knuffig wie das Original, nur ohne neurotoxische Klauen. Such einen Bären. Hier. Also ja. Captain Bär, er ist ein Bär. Er ist ein Bär. Captain Bär. Hey Angel, wer ist der Kerl? Captain Bär, er frisst Verbrecher. Tja, so dick wie er ist, muss er viele gefressen haben. Angel, Schätzchen, was ist mit deinem Arm? Warst du das? Er ist blau. Keine Ahnung, wieso. Sieht das hübsch aus? Ja, Schätzchen. Wirklich sehr hübsch.
Hey, Schatz, kannst du mal kurz kommen? Ich hatte recht. Das war eine Erinnerung, als Angels Kräfte sich zum ersten Mal zeigten. Da sind noch andere Dinge, die sie vielleicht mal berührt hat. Such nach einem alten Verkaufsautomaten. Okay, alter Verkaufsautomat. Siehst du einen? Ich sehe keinen. Ich auch nicht. Vielleicht oben. Was ist das denn? Da geht's nach oben. Ah, warte mal. Ah, hab ihn. Verdammtes Arschloch. Warum sagst du Arschloch? Oh, Angel, Schätzchen. Ach, tut mir leid, ich hab dich nicht da stehen sehen. Vergiss einfach, was Papi gesagt hat, okay? Okay. Ist der Automat kaputt? Was? Ja, das heißt wohl kein Süßkram für uns. Hey, geh doch mit Mami zurück in den Warteraum, Prinzessin. Der Onkel Doktor kommt sicher gleich, okay? Das kann schon sein, dass der überquillt. Ich kann ihn reparieren. Was zur Hölle hast du getan, Angel? Okay, ich finde es richtig anstrengend, die ganze Zeit das mit dem Rückwärtsreverb. Instinktiv geworden zu sein. Sie hatte keine Vorstellung, was eine Phasenverschiebung überhaupt war. Nur, dass sie mit Maschinen reden konnte. Und dass sie ihr zuhörten. Da muss irgendwo ein Geschütz sein. Such danach. Okay. Unser Postfach soll irgendwie, keine Ahnung, voll sein. Ich weiß nicht mehr, wo das Postfach ist. Du musst mal im Menü schauen, dein Postfach. Keine Ahnung, wo das sein soll. Es quillt bestimmt über, ja, das kann schon sein. Ach, und das Social. Okay. Und? Hast du viel Post? Kriegst du Waffen die ganze Zeit? Ja. Was ist denn jetzt der Kopf? Ach, das war gar kein Kopf. Okay. Musste alles annehmen. Ja, aber dann hast du jetzt gleich dein Ding voll wahrscheinlich. Das mache ich lieber dann in der Base. Ja, denke ich auch. Aber hey. Aber hey, was? Ich wollte gerade was zeigen. Es sind wieder Viecher. Lass mal das Geschütz suchen. Da kommen Viecher. Was hast du jetzt gebracht? Du hast das Ding angemacht. Ja, und was? Strom, ja, aber wenn ich den Stromkabel folge. Ja. Wo gehen die hin? Ah. Okay. Ah, da oben ist auch noch was zum Umschießen. Nein! Ah. Jetzt geht aber hier. Kanone. Ist einfach, um die Erinnerung auszulösen. Ach so. Mami! Mami! Hilf mir! Hör zu, du dreckiger Bandit! Gib uns einfach unsere Tochter wieder, okay? Machst du Witze? Sie ist eine beschissene Sirene! Sie wird mich zum Trillionär machen! Nimm deine Frau und verzieh dich, bevor ich meine Geschütze auf dich richte! Vergess das Kind! Mach einfach noch eins! Nein! Hä? Ich will nach Hause! Halt's Maul, kleine Sonne! Hey, was zum? Ich will nach Hause! Okay. Toki? Wo bist du? Ja, du hast keine Ahnung, was du gemacht hast. Du hast die Tür zugemacht. Wo denn? Das Geschütz geht an. Was kaputt? Toki! Ich hab keine Ahnung, wie ich zu dir kommen soll. Toki! Wie hast denn das aufgemacht? Tür zu, hör auf! Ja, wie denn? Jetzt. Warte, die Tür war offen. Warum machst du denn wieder zu? Ich hab nichts zugemacht.
Jetzt. Ah, jetzt ist er kaputt. Lol. Hol mich hoch. Hol mich hoch. Du bist doch hier. Hol mich hoch. Angels Schmerz war so stark, dass sich das Geschütz erneut aktivierte. Die Narben des verängstigten Mädchens waren tief. Da ist noch ein Artefakt. Such nach einem Hyperion-Kommunikationssatelliten. Gehen das da oben kaputt? Hyperion-Kommunikationssatelliten? Was ist das? Keine Ahnung. Eine Granate, ja? Ah, ich doch. Hä? Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, das weiß ich auch gern. Okay, jetzt geht's doch kaputt. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Drauf geschossen. Okay. Papa, lass mich hier raus, bitte! Das geht nicht, meine süße kleine Angel. Du bist zu deinem eigenen Schutz in diesem Stuhl, okay? Was ist hier eigentlich los? Hör zu, Schätzchen. Ich kann dich nicht rauslassen. Du weißt, was du Mami angetan hast, okay? Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas zustößt. Ich wollte das nicht. Ich weiß, Schätzchen. Darum musst du in diesem Stuhl bleiben. Aber ich habe was für dich. Dieser Stuhl ist mit dem gesamten Hyperion-Netzwerk verbunden. Jetzt kannst du dir jeden Planeten am Himmel durch unsere Satelliten ansehen. Von dem Stuhl aus hast du die beste Aussicht im gesamten Universum. Und wir werden zusammenarbeiten. Du und ich. Oh, klingt das nicht schön? Ja, okay. Hab dich lieb, Angel. Warum, Alter? Lass doch jetzt offen. Angel war fast ihr ganzes Leben an Hyperion-Technologie gefesselt. Diese Erinnerungen sollten reichen, um den Wasserentkeimer zu reparieren. Gehe zu Rolands Grab und ich werde versuchen, auf ihn zuzugreifen. Hör doch auf jetzt! Ach, dann fick dich doch einfach, ohne Witz. Ja. Diki Taki Tuki, komm mit! Nein! Bringt sowieso nichts. Ist nur zum Rausgehen. Natürlich ist es nur zum Rausgehen. So, also, wir sind fertig. Alter, die Stimme mit diesem Rückwärtshall, die nervt so tierisch. Ach ja, dich nervt immer alles. Boah, ich dich nervt ich immer dir, alles. Ich mach alles ein ganzes Spiel, wo nur das. Mich stört das nicht. Okay. Mich stört das nicht. Das ist halt, Ding, Vergangenheits. Ja. Das nee, ist halt Vergangenheit. Ist Vergangenheit. Doch. Jetzt lass es hier raus. Vergangenheit? Ah, der Gosch. Auf geht's, raus. Ein ewiges Genöle.